Was? James Beaufort starrt dich an. Nichts als du ein Feigling bist, der lieber die Marionette für andere spielt, als für das einzustehen, was er wirklich will. Ich muss mein Leben fremdbestimmen. Ich tue unverzeihliche Dinge, lüge, verstecke, was ich gerade wirklich fühle, aber ich lasse mich dafür nicht von dir verurteilen. Ich werde das alles nur für dich tun. Wovon redest du? Vergiss es. Warum redest du überhaupt mit mir? Oder 2 Metern ist zu nah. Ich will auf keinen Fall nochmal mit dir gesehen werden. Richtig? Ruby. Juliette, ich wusste irgendwas mit R. Du weißt, wer ich bin. Ich kenne deinen Namen, wenn du das meinst. Ein Erbe, deine dummen kleinen Streiche, das zeigt doch nur, wie leer du bist. Und deswegen wird sich nie jemand für dich interessieren. Sondern nur für dein Geld. Warum nicht? Das Kleid kostet wahrscheinlich mehr, als meine Eltern im Jahr verdienen. Ich bleib lieber auf Sicherheitsabstand. Warum probierst du nicht an? Ich meine, wann bekommst du das nächste Mal die Chance dazu? Das war dann wohl deine letzte Amtshandlung fürs Komitee. Es hat mich gefreut, mit dir zusammenzuarbeiten. Das klingt, als würdest du dich von mir verabschieden. Verdammt guten Job in diesem Komitee und ich werde nicht zulassen, dass mir meine Chance auf Oxford versaust. Also. Also tob dich ruhig aus. Tob dich ruhig aus. Nach vorne. Nicht für mich. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir zum Vorher zurückkehren. Zum Vorher? Zur Zeit, als du noch nicht wusstest, dass es mich gibt. Ich bin definitiv.